Gerade bei der WM, wie er da aufgetreten ist, war schon besonders. Ein absoluter Führungsspieler, auch wenn er da jetzt kein Stammspieler war. Hat sich, sage ich mal, für die Mannschaft zurückgenommen, aber trotzdem immer was gesagt, wenn ihm was aufgefallen ist. Sehr wichtig für die Mannschaft und ja, ich finde es schade, dass er zurückgetreten ist. Ich hätte gerne noch mit ihm gespielt. Für mich persönlich war es eigentlich ein super Jahr, weil ich gesund durchgekommen bin. Es war meine erste Saison als Rechtsverteidiger. Ich konnte fast alle Spiele machen. Aber ja, ein super Jahr nicht, das muss ich relativieren. Zum super Jahr haben natürlich dann die mannschaftlichen Erfolge gefehlt. Wenn man natürlich sieht, wo wir im April noch überall im Geschäft waren, dann ist es schon ärgerlich, wie wir gerade in der Champions League oder auch im DFB-Pokal das hergeschenkt haben. Bei der Nationalmannschaft war das wieder eine andere Geschichte. Eine WM kann man leider nicht jedes Jahr spielen, deswegen war das umso enttäuschender und hat auch ein paar Tage mich gekostet in meinem Urlaub, um das alles zu verarbeiten. Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass ich, glaube ich, sehr viel mitgenommen habe aus der Zeit.